Ja, ich wollte mir mal einen Garant bestellen aus Deutschland. Ne? Ich habe die Bestellung einmal in Wecker geschickt gehabt, ja, habe ich schon eine Mail zugekriegt, ja, von so einem, also über den Händler, was ich mir bestellt hätte, ne? Dass es nicht möglich ist, weil Einmanns Garant ist, in Deutschland ist es eine normale Waffe, ja, und in Österreich ist es eine Kriegswaffe. Okay. Und man muss immer bestellen, ja. Außer ich erwische eine Waffe, was nach 46 produziert worden ist. Bei uns ist es genau umgekehrt, je älter, desto besser, weil dann heißt es historisch, die darfst du haben. Ja, ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt, und ja. Bei uns darf man nur Emmens Garant haben, wo es noch 46 produziert wird. Also. Ja, selbst Musketen sind ja reguliert, also. Ja, aber ja. Ab 18 schon filmen. Ja. Musketen? Ja. Bei uns kann man jedes Repetiergewehr ab 18 führen. Nee, bei uns nicht. Da würden sie bei uns Sturm laufen. Ja, vergiss es. Du hast aber Vorderlader frei. Ja, das machen ja Musketen und sowas, das geht. Ja, du kommst nicht an Schwarzpulver rein, außer du lässt. Ja, aber da kannst du einen Schwarzpulverschein machen, das reicht schon. Da kann man einen Schein zumachen? Ja, Schwarzpulverschein. Ah, okay. Aber bei uns kannst du also, Schwarzpulver kaufen. Mein Vater und ich haben das immer so zusammengemixt. Du brauchst den Schein, um an das Zeug zu kommen, das, darum geht's. Ja gut, wenn du einen Doktortitel hast und in die Apotheke gehst, kriegst du das auch. Kaliumpermanganat ist ganz. Ja, das kriegst du aber in der Apotheke auch ohne Doktor. Ja, das Kaliumpermanganat kriegst du noch. Wenn du dann auch noch Schwefel und Salpeter und Holzkohle haben willst. Will mir das spritzen. Geht halt in drei Apotheken. Ich hab das mal geholt, zur Wasser aufbereitet für sein Aquarium. Oder du hast gesagt, Chemie braucht nichts. Also man muss auch dazu sagen, dieser Schwarzpulverschein, der ist kein großer Aufwand. Also da musst du jetzt nicht beim Schein oder sonst irgendwas da rummachen. Dann machst du einen Kurs und dann kriegst du das bescheinigt. Weißt du, ja, wenn ich das mische und das in der Hand halte und anzünde, doofe Idee. Ja. Genau. Ja, das ist bei uns genauso, richtig. Richtig. Waffenbesitzkarte, du darfst das Ding besitzen und Waffenschein, darfst das Ding führen. Genau, und dann mit der Waffenbesitzkarte im Gefängnis nur vor der Hand. Deswegen, der hat das halt auch vor der Hand, schießt und schießt und hat oder in der Plane, dass er immer Luft durchzieht. Richtig. Das ist gut, aber jeder Jäger hat eine Waffenschein. Nee, bei uns ist das nicht. Nee, musst du auch nicht unbedingt haben. Kannst du auch sein lassen. Bei uns hat jeder Jäger eine Waffenschein. Nee, bei uns. Also die können Waffenbesitz, klar, dann müssen sie halt mit getrennter Munition bis zum Hof sitzen, und dann wird sie geladen und dann können sie schießen und dann bringen sie sie wieder zurück. Aber was ich halt echt witzig fand, ist, dass das halt tatsächlich auch geht, dass du das Ding dir dann einfach über die Schulter legst und damit dann losläufst. Geht auch. Also muss nicht im Fahrzeug sein. Solange das Teil nicht geladen ist. Ja, sollte auch im Gesetz stehen, dass es ein Fahrzeug transportiert ist. Falls halt, musst du zum Ort transportieren. Und das ist, glaube ich, ungeladen. Ja, richtig. Also heißt es Munition und Gewehr. Also bei uns hast du es auch, wenn du vom Auto aussteckst, ne, du musst es ja irgendwie vom Auto bis zum Schießplatz kriegen. Ne. Kannst ja nicht mit Auto bis. Ja, in deinem Revier darfst du ja mit dem Gewehr dann auch im geladenen Zustand rumrennen und quasi pirschen. Also weil da kannst du dann gerade schon auf der Jagd bist. Richtig. Sobald du dein Revier betrittst und eine Waffe dabei hast, bist du auf der Jagd und dann kannst du mit dem Ding eigentlich fast machen, was du willst. Du darfst es nur nicht auf Passanten richten. Ja, das nicht. Ja, aber wenn du die Pfanne benutzt, das ist eine kleine Pfanne. In einem Video. Bitte? In einem Video hast du mir gesagt, ja, der Jäger muss zuerst einmal das Wild erkennen und dann ansprechen. Ja, das schon. Das sollte er zumindest. Also so lernt man es. Ich kenne nicht viele Jäger, was das machen bei uns. Ja, das ist bei euch nochmal ein Ticken anders. Das stimmt. Bei Jagdkalibern ist doch nach oben eigentlich keine Grenze gesetzt. Oder? Nö, nicht wirklich. Also mit einem 50er kannst du da schon anrücken. Ja, mit einem Elefanten. Ja, gut, aber. Wenn du nicht drankommst, das fällt in das Kriegswaffen. Die so eine, doch, bei uns schon. Ja, mit der 50 Kaliber. Ja, echt? Ich glaub schon. Okay. Wenn du mit einem Kaliber 50er ein Problem haben, dass du das als Jagdwaffe. Als Sportschütze kannst du das garantiert bei uns haben, ja. Wenn du ein Kaliber 50 Gewehr findest, ja. Ein Maschinengewehr. Aber mal davon abgesehen, also wenn man mit Kaliber 50 auf ein Reh schießt, dann ist vom Reh ja nicht mehr viel übrig. Also ja, aber mit Kaliber 50 auf einem Wildschwein, das war schon mal sicher. Das wäre schon wieder was anderes, da könnte man drüber nachdenken, ja. Nein, der ist schon gegrillt, der passt. Ja, aber ich glaube, bei uns ein gewissen Kaliber ist, sondern das ist das jetzt irgendwas rausgezogen. G36 gibt es ja auch als Jagdwaffe. Das ist L8, ja. Dann bist du da eh schon halb los. Ich hab damals einen Kamerad von mir gehabt, der war auch Jäger.
Du kriegst das AOG, also das SG 77, ne? Das zivile Version, das AOG Z, ne? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, das ist dann halt nicht so einfach zum Handhaben, ne? So zum Zerlegen und so, ne? Blöden Schein eigentlich. Aber mit denen darf man nicht jagen. Hier in Deutschland kriegst du eine Angelegenheit. Da, hier, da, da kriegst du einen Klotz, da haust einmal drauf und dann mit dem Messer rein. Ja. Das ist ja so zum Beispiel ein Anschein. Ja. Das ist nicht. Also, das ist meine Tochter, das ist die Nase. Das habe ich nicht verstanden. Das ist legal. Hossa! Das Feuer explodiert. Das haben wir gar nicht rausgefunden, was aus der Oscar-Teil geworden ist. Das war sie gerade! Ja. Das muss sie gewesen sein. Wir hätten Mais reinschmeißen sollen. Oh, das stinkt auch komisch. Ja, ich glaube, das war sie wirklich. Das muss die Rostkastanie gewesen sein, das kennen wir nicht. Nicht erklären. Ja. Aber was hier. Jetzt ist es eine Röstkastanie. Was ich nicht verstehe, dass man in Österreich, Deutschland ja nicht mit Pfeil und Bogen jagen geht. Ja. Was ich finde, sportlich gesehen, ist es einfach die meiste Chance, dass man ein Wild kriegen kann. Definitiv, aber das ist halt, also, soweit ich weiß, ist das bei uns damit argumentiert, dass das Vieh dann halt eben nicht 100%, also dass es nicht tödlich genug ist, es auf ist gut Deutsch. Ja, also so ist es zumindest mir gesagt worden, das ist nicht tödlich genug, das könnte dann noch leiden. Ja. Aber wir waren in Ungarn schon jagen, ja, mit Armbrust, Unfall und Bogen, also mit Recurve-Bogen und mit Armbrust, ja, in Ungarn. Und ich muss sagen, wenn du richtig schießt und kriegst, ja, dann ist es absolut tödlich. Na klar, aber du musst halt erstmal richtig treffen. Und vor allem, das ist es. So brav, ja. Durch. Ja, da gibt es diese Spezialspitze mit diesen ganz langen Klingen dran. Broadhead, ja. Ja, ja. Da brauchst du auch kein Broadhead für reden. Ich gehe halt von aus. Also, ich glaube, dass wenn man das entsprechend professionell macht, dass das eigentlich schon funktionieren würde. Ich glaube aber auch, dass wenn du das bei uns freigeben würdest, dann würde jeder mal sagen, oh, probier doch mal. Ja, ja, eben. Ja, aber gut, du musst hinten im Hinterlauf geschossen oder sowas und das springt weg. Aber du musst in Ungarn auch trotzdem Doggesköpfen lesen. Mittlerweile wird ja, kann ich nicht mehr gleich lesen. Nee, ich meine, dann würde das jeder Jäger mal probieren. Alles, was ich in Plastik nur jedenfalls ist kein Leben. Aber ich kenne. Das war noch was, dass du dein Wildschwein noch mit dem Schweizer Taschenmesser erlegt hast. Ja. Zugegeben, ja. Also ich habe mal irgendwann beschlossen, dass ich den jetzt mal wieder lese, den Karl May. Ich weiß, dass ich den als Kind noch ganz cool fand. Und ja, dann habe ich eben gerade bis zu der Bär mit dem Messer erlegt Szene und dann habe ich gedacht, nee. Nee. Immer ist er der Beste, der konnte alles sofort und so weiter, sowas und angeben. Und dann, weil er das mit dem Buch gelesen hat, konnte er das alles dann. Ja, das war der Empfängnis gesessen. Ja. Und was war das? Karl May. Also Winnetou, quasi Old Shatterhand dann, also sein alter Ego da. Boah ey, das haben die damals geglaubt, dass das echt ist. Das ist echt wahr. Ja, weil es ja sonst keiner gekannt hat. Ja, gut, aber. Das war ein Bücher aus Amerika, da geht es wohl zum Zug. Ja, ja, ja. Ja, aber hallo, der kann reiten, weil er es mal wo gelesen hat. Dann ist er stark wie 20 Männer. Gerade das muss man ihm, kann man ihm doch nicht glauben. Wie soll das gehen? Ja, da waren die sich ja dann auch bewusst, dass das Fiktion ist. Aber die sind davon ausgegangen, dass die da wirklich, dass die Indianer sich so verhalten. Ach Gott, Gott, Gott. Das waren halt wilde Indianer, ne? Keine Ahnung. Da muss der Weise kommen und denen erzählen, wie sie Feuer machen. Und dann versucht er die auch noch zu bekehren. Der erzählt denen ja jedes Mal was von Jesus und sonst wem. Eieieiei. Ja. Grauenhaft. Das habe ich gar nicht gesehen. Kam im Fernsehen nicht vor. Aha. Ich habe das Kind nur gern geschaut. Guten Morgen. Die sind hier alle schon total happy und fröhlich und wach und ich nicht. Voll scheiße. Nein, nicht wirklich. Eigentlich wollte ich euch jetzt mal kurz die Schlafgelegenheiten-Tour geben, dass ihr mal seht, was wir jetzt so alles aufgestellt haben gestern Nacht. Ich war halt die ganze Zeit am irgendwas machen. Ich hatte keine Zeit zum Filmen. Ich habe mich gerade eben schon am Feuer beschwert, dass ich wahrscheinlich voll den Ärger von euch kriegen werde, dass ich es gewagt habe, nicht alles minutiös zu dokumentieren. Ursprünglich wollte eigentlich noch meine Kamerafrau vielleicht mitkommen und hätte dann alles gefilmt, aber die hatte jetzt doch keine Zeit. Aus nachvollziehbaren Gründen im Übrigen, aber gut, jetzt muss man halt damit auskommen, was ich jetzt halt mache. Und ich verlinke euch mal noch ein Video von Marco, der hat nämlich auch was gefilmt und das ist außerdem viel besser als bei mir und Link findet ihr hier unten. Gut, das da hinten
ist Unterkunft Nummer 1. Also das ist hier natürlich die sehr luxuriöse Variante. Durch den Flecktarn kann man fast schon gar nicht erkennen, wie das gebaut ist. Da haben wir einmal Biwaksack mit so einer schönen Stange drin. Moment, ich versuche den Finger in die Kamera zu halten hier, damit man das Ding halt eben nicht im Kopf liegen hat. Sehr praktisch. Darüber nochmal ein tolles Flecktarn-Tab. Ich weiß gar nicht, was das für eins ist. Das muss ich mal noch in Erfahrung bringen. Aber ihr seht, das ist also auf jeden Fall eine tolle Konstruktion mit Spezialschlaufen für die Ridgeline hier. Das hat ja meine Baumarktplane auch nicht. Da muss man sich halt anderweitig behelfen. Das ist schon toll, muss ich sagen. Und wirklich massenhaft Schlaufen. Da mal noch mal eine, dann kann man hier noch mal inklusive Wäscheleine und diese Tüten, da sind sogar Knicklichter drin gewesen, damit man auch ja nicht in das Ding reinrennt des Nachts. Also ganz tolle Konstruktion hier, alles ganz professionell angebracht. Das obere Seil sieht man kaum, das ist aber auch noch eins. Ja, hat schon was, hat schon was. Und das Ulkige ist, wenn man jetzt der Schnur folgt, dann kommt man nämlich zum zweiten Tab auch gleich. Das ist hier darin integriert, auch wieder mit so schönen Ridgeline-Schlaufen und hier auch wieder jede Menge Schlaufen. Also diese viel Schlaufen-Tabs gefallen mir schon. Die Zwei-Mann-Variante hier, wie man sehen kann, inklusive da hinten nochmal einer Seitenwand als zusätzlichen Windschutz, wenn es davon da unten hochzieht vom Wind her. Das wird es wahrscheinlich auch. Also das ist alles ganz korrekt. Inklusive toller Rucksackaufhängung am Baum und Heringersatz. Einfach Schnurbündel und Stein drauf. Und selbstverständlich gibt es auch einen adäquaten Zeltstangenersatz. Also das finde ich jetzt schon sehr cool, auch vor allem mit dieser Seitenwand. Ulkig, ulkig. Also da sieht mein Lager ziemlich langweilig im Vergleich zu aus, gebe ich ja zu. Ja, dann haben wir hier einmal Zelt. Was für ein Zelt ist das eigentlich? Das Expert Mira 3. Ah, ja, davon habe ich schon gehört. Aha. Es ist etwas unaufgeräumt, aber das liegt damit zusammen, dass das Zeug, dass ich gestern voll geschwitzt habe, etwas verpackt. Tada. Oh, das ist ja nicht schlecht. In die Apsis kriegst du auch alles rein, was du brauchst. Cool. Ja. Zwei bis drei Personen, oder? Ja, drei Personen. Ist drei Personen. Aber ich denke, zwei ist eigentlich realistisch. Ja, ja, gut. Drei, die sich gern haben, so nach dem Motto. Hier haben wir die ganz tolle, meine persönliche Favorite-Schlafvariante, Modell Baumarktplane. Hier mit schönem, was ist das für eine Schnur? Kenne ich nicht. Kennt ihr so eine Schnur? Na egal. Jedenfalls ganz toll. Einmal Schnuraufhängung am einen Baum, einmal Schnuraufhängung am anderen Baum. Die Schnüre sieht man immer so schlecht auf der Kamera. Egal. Hier vorbildlich Schlafsack zum Trocknen ausgelegt. Das ist, glaube ich, ein Carinthia, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwas. Mit so Dingern liebäugel ich ja auch, weil die ja das militärische Schlafsacksystem haben. Das hat den Vorteil, dass wenn man sich quasi im Schlafsack aufrichtet, ruckartig, dann geht der Schlafsack auf und man kann sofort raus. Ich mit meinem habe das gar nicht. Hier mit super professioneller Rippen-Isomatte. Der Saki hat die, glaube ich, auch mal vorgestellt. Ich meine, das war die. Und die Unterlage hier ist das berühmte BW Elefantenhaut. Hat mich auch sehr gefreut, dass die wer dabei hat. Die habe ich nämlich noch nie selber gesehen. Nur auf Bildern, nie in der Hand gehabt und nie angefasst und sowas. Und da unten dann noch mit dem großartigen österreichischen Armeetab-Tuch, dieses tolle rosa Tüchlein da. Das ist so das Standardtuch der österreichischen Armee. Mhm. Nein. Alles finde ich cool. Also einmal Baumarktplan, haben wir auch im Einsatz. Das Teil da hinten ist meins. Das ist mein uraltes Tab, das ich schon seit, oh Gott, bestimmt Fuchs. Schon 15 Jahren im Einsatz habe oder sowas. Nichts Besonderes. Standard Zeltdachartiger Aufbau. Habe mich da jetzt nicht verkünsteln wollen. Ja, ich bin langweilig. Also wirklich Standard vom Standard. Mit drei Heringen pro Seite. Einmal nach unten abgespannt und einmal an den Baum. Und das Ganze befestigt mit diesem tollen Topsegel-Shortstick-Knoten. Der ist echt super. Also kein besserer Knoten zum Lagerbau. Ich weiß nicht, wozu man da noch andere, ja, ein paar andere Knoten kann man noch brauchen. Und hier haben wir übrigens noch die Hängematte-Variante. Das ist diese tolle
Man liegt quer drin, Hängematte, die hat der Saki auch mal vorgestellt. Da kann man dann ja noch einen Tarp drüber spannen, das ist jetzt inzwischen schon ab, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und also auch toll, offensichtlich hat er ganz gut geschlafen. Da kann man ja noch so eine aufblasbare Isomatte dann reinpacken. Oh, sehr gemütlich. Schauen wir nochmal auf der Seite drauf. Also ihr seht, man liegt da so rum drin. Ne? Also entgegen quasi der Richtung, in die man die Hängematte eigentlich spannt. Sicherlich auch ganz gemütlich. Ich bin nicht so der Hängematten-Typ, aber garantiert auch toll. Gut, kehren wir zum Feuer zurück. Habe ich noch vergessen, hier haben wir noch die frei schwebende Variante. Ist natürlich von daher toll, weil man da drin super toll werkeln kann und Zeug fabrizieren kann, ohne dass einem gleich das Dach am Kopf hängt. Auch toll, doch, schön, schön. Befestigt zweimal am Baum, hier einmal am Baum, da hinten einmal am Baum und dann halt mit ein bisschen längeren Schnüren abgespannt. Sieht ja auch alles toll aus, sehr professionell. Das ist, glaube ich, vom Tarp-Modell her sowas Ähnliches wie meins, also wirklich einfach nur große Plane mit Ösen am Rand, ohne jetzt so eine Ridgeline-Befestigung. Ja, ja. Also ist mir jetzt sympathisch, weil nichts Besseres als meins. Da waren natürlich auch zwei drunter. Und ihr seht, wir haben hier auch ganz tolle Ausrüstung dabei und hatten eigentlich alles, was man sich da nur irgendwie wünschen kann, mit Beil und so weiter und so fort. Diese Lampe hier ist übrigens gefürchtet gewesen. Wenn man einen damit anguckt, dann ist der 3 Stunden lang blind. Für einer, aber eigentlich ist er manchmal gar ganz ja, ja, aber manchmal tut es weh, was der macht. Ja, er polarisiert. Ich habe auch angefangen, erst gedacht, was ist das denn für einer? Und dann aber so nach und nach, oh, irgendwie ist der ja doch ganz witzig. Ja, und mittlerweile finde ich ihn ganz cool, muss ich sagen. Irgendwann so eine Entwicklung durchgemacht hat. Nee, also du hast es wirklich gemerkt, dass der am Anfang, der hat ja dann auch irgendwann mal so Sätze gesagt, von wegen, immer wenn er Probleme hat oder was weiß ich was, dann geht er in den Wald. Und irgendwann war er dann ruhiger. Also ja, ja, da ist was dran. Da ist was dran. Er hat uns persönlich angegriffen. Ja, das stimmt. Achso, okay. Ja. Da war ja mal richtig. Das ist keine YouTube-Kommentare. Das hat er selber mal irgendwo. Der hat doch auch selber mal gesagt, dass er irgendwas hat. Ja. Oder umschrieben, dass er halt es nicht gut findet, dass die Leute ihn so direkt angehen, wenn er da einen Fehler macht. Und einfach. Ja, YouTube-Kommentare. Ach, keine inhaltlichen. Das ist schon ein Wahnsinn, ja, was die Leute da erlauben. Die schreiben das so depperte Kommentare und kennen sich selber nicht aus. Ja. Ja. Ja, das ist immer das Lustige, ne? Also keine Ahnung, haben selber noch nie irgendwie so ein Video gemacht, noch nie sowas ausprobiert und dann aber der totale Experte sein und alles besser wissen. Das ist ein wenig. Man kann das vielleicht auch so über Olaf wissen, ja? Und dann stellt man sich vor die Kamera und will das dazu. Eben. Und denkst du, Scheiße, wo so geht's? Ich habe schon so viele Filme gesehen, ich könnte auch Regisseur werden. Diese ganze Mobberei, es gibt Leute, die machen sich Spaß draus. Ja. Die haben noch nicht mal vielleicht das Video und hätten mal gesehen, aber die kommentieren. Ja, genau, die heißen die Leute halt einfach anschieben. Mensch, was siehst du aus dem Facebook? Ja, ja, ja. 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 Ja, das geht jetzt so ganz langsam los. Jetzt so langsam gibt es da ab und zu mal so ganz bisschen was bei mir. Also jetzt bin ich langsam groß genug, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, wenn man sich drüber freuen kann. Yeah, ich bin so groß, dass ich Hater habe. Oder, na, weiß nicht. Wie beim Saki, der sein Video hochlädt, bist einer der Ersten, die es anschauen und schon gibt es Daumen nach unten. Ja, ja, ja. Ja, Saki hat jetzt 24 Sekunden lang das Video um und dann schon 71 Daumen nach unten. Da muss es echt Leute geben, die einfach darauf warten, dass du das Ding hochlädst, um dann, ohne es anzugucken, sofort einen Daumen nach unten zu geben, aus Prinzip. Also so Leute habe ich auch. Also ich habe das Ding hochgeladen quasi. Das kann man noch gar nicht zu Ende geguckt haben. Ja. Und in dem Moment gibt es schon, zack, Daumen runter. Ja. NSK ist das. Der darf gar nicht drauf achten. Über 30 Minuten. Ja, nee, also so ein paar Daumen runter sind wir inzwischen auch Wurst. Und dass zum Beispiel jetzt sowas wie das Wildschwein-Gefährlich-Thema vergleichsweise viele Daumen runter hat, da kann ich auch mitleben. Das ist halt kontrovers. Das ist alles kein Problem. Aber ich finde Wildschweine selber nicht gefährlich. Also ja, die sind ja auch nicht, wenn du dich halbwegs vernünftig verhältst, sind die auch nicht gefährlich. Lass dich die Beschreibung lesen von dem Platz. Falls dir ein Wildschwein begegnet, klatschen sie in die Hände. Das ist gar kein so blöder Tipp. Ja, also, wissen, wo du bist. Also bevor du gar nichts machst, ist das gar nicht mal so schlecht. Besser wie Steine schmeißen. Ja, Steine schmeißen ist Pfeffer und. Ja. Könnt ihr was zurückschmeißen? Schönen Spieß fürs Feuer schnitzen und Pfeffer und Salz rausholen. Als Jugendliche hatten wir bei uns im Tierpark, wurden die immer auf so einem schmalen Platz gefüttert, die Wildschweine. Aber so ein Wildschweingehege. So, und immer zu der Fütterungszeit, da kamen die halt alle an. So, und dann haben wir Wetten abgeschlossen.
Du traust dich hier über die Brüstung durch das Gehege durch die andere Seite wieder raus. Da waren einige Aktionen, wo der Keiler in letzter Sekunde so ausgeholt hat und er kam gerade mit den Füßen da drüber. Ja gut, also wenn man sie halt ärgert. Wer kriegt einen von den zwei Leute? Fliegende Menschen. Die schmecken bestimmt. Das ist ja das, was gefährlich ist. Das Ganze ist absolut, ne? Ja, das sind diese Viecher. Super scharf. Also mit einer Wache würde ich mich auch nicht anlegen. Nö, die sind auch schon gefährlich genug. Du kannst das Vieh gar nicht sehen. Also richtig in so einer Mulde und zieh da noch zwei oben. Dein Wasser wird nicht mit dem oder? Die sind so aus. Was ich hier übrigens mache, ist der Versuch, mal rauszufinden, ob es an diesem Stück Holz hier nennenswert Kienspan gibt. Das haben wir aus einer Glasi rausgebrochen, die schon eine Weile tot war und halt noch einen schönen Stumpen hat rumstehen lassen. Im Prinzip könnte da was drin sein, aber jetzt so wirklich gut ist das jetzt halt auch nicht. Müsst man jetzt mal testen, inwiefern das besser brennt als normal. Ich halte euch auf dem Laufenden.